So, jetzt wird es hier live übertragen. Jetzt sind aber erstmal nur Zuschauer da, natürlich. Ah, jetzt muss ich aber WLAN wieder. Ist es da? Ja. Wie kannst du beginnen? Ich brauche aber diesen Link jetzt von Roman, der mir geschickt hat. Den habe ich jetzt halt nur. Jetzt schreiben mir alle. Moment. Hallo? Nee, da ist niemand. Verbindungen ist da. Achso, ja. Hallo an alle, die kommen. Es kann sein, dass das Stream jederzeit abgebrochen wird. Gerade einen kurzen Moment. Muss man noch was einstellen? Hallo. Hallo. Hallo Heiner und Heiner. Ich muss kurz. Also hallo an die, die da sind. Ich muss jetzt noch mal warten, ob ein paar mehr kommen, weil vorhin waren 10 Leute da. Liest. So, jetzt gucke ich mal. Vier, immer noch nur 4 Leute. Das ist halt blöd. Moment. Okay, я уже думала, что я такая тупая. Я прибежала. От Линды специально была там. Ну, сейчас жду. Mama, du brauchst es всегда nie aktualisieren, aber просто zurück auf den Kanal Heidelberg liest. Ah, ich werde jetzt ganz viele Leute fragen. Ich muss mal das, also an die, also erstmal hallo an die, die da sind. Ich möchte jetzt kurz warten, bis noch ein paar mehr kommen und vielleicht die Leute, die vorhin weg waren, noch mal reinkommen. Hallo, Silvia. Also es wäre super, wenn alle sich mal melden, dass ich schon mal weiß, wer da ist. Ich muss den Link auch noch mal auf. Jetzt nicht. Bricht immer ab. Wir machen jetzt einfach mal CT, akademische Viertelstunde, gell? Sieben Leute. Okay. Okay, Minu ist auch da. So, das mache ich jetzt ab. Facebook mache ich zu. Wo sind denn die anderen, die vorhin da waren? Die Verbindung ist instabil. Ja, so, ich muss jetzt, also an alle, die mir irgendwie schreiben, ich muss jetzt WLAN ausmachen. So. Okay. Sind natürlich ein paar Leute verloren gegangen. Das ist also ein bisschen schade. Ja. Naja, gut. Also ich fange jetzt trotzdem mal an.
Ja, also hallo hier auf YouTube und herzlich willkommen bei beim neuen Format Heidelberg liest. Zunächst einmal vielen Dank an Minuti Zabi, die diese Leserei organisiert und initiiert hat oder ja umgekehrt initiiert und organisiert hat und an das Kulturamt für die Veröffentlichungen. Ich habe, glaube ich, irgendwo einen Link gepostet. Das mache ich jetzt auch nochmal. Ups. Na, Moment. Nein. Jetzt geht es natürlich nicht. Nicht einfügen. Naja, gut. Das schaffe ich jetzt irgendwie nicht. So. Also. Gut. Jetzt probiere ich es mal und ich hoffe, dass es nicht wieder abgebrochen wird. Es liegt nicht am Internet. Anscheinend hat irgendjemand auf das Melden-Symbol geklickt. Also auf keinen Fall da drauf klicken, sonst wird der Stream nämlich abgebrochen. Ich habe jetzt auch hier so einen Link oben gepostet zu Jitsi. Das ist einmal so eine Videokonferenzplattform. Man muss sich dann nicht anmelden. Es funktioniert über den Browser. Das ist notfalls. Also wenn alles schief läuft, können wir uns dort treffen. Genau. Also vielen Dank nochmal an Minu, die letzte Woche gelesen hat. Das ist mal was Technisches zu den Kommentaren. Also wie die meisten von euch schon gesehen haben, gibt es hier eine Kommentarfunktion. Und ich möchte euch, Sie und euch dazu auffordern und ermuntern, von dieser Kommentarfunktion regen Gebrauch zu machen. Und ich würde mich freuen, wenn alle mal schrieben, wer sie sind. Und ja, genau, damit ich mich ein bisschen auf das Publikum einstellen kann. Gerne auch einfach während der Lesung Kommentare, wenn ihr eine Frage zu einem bestimmten Gedicht habt. Ich würde diese Fragen dann entweder gleich beantworten, wenn es gerade passt, oder am Ende. Ja, weil wenn man bis zum Ende wartet, dann hat man Gedichte normalerweise schon vergessen. Gut, jetzt haben wir 8.20 Uhr. Die Lesung geht ungefähr eine Stunde, vielleicht mit Fragerunde zusammen 90 Minuten. Jeder kann kommen und gehen, wie er will, aber ich freue mich natürlich, dass wenn möglichst viele bleiben. Jetzt gucke ich mal, wer da ist. Ja, hallo Alex und toll, dass du es geschafft hast. So, toll, hallo Sophie. Hallo Lucy, meine Mutter, hallo Mutter. So, vielleicht ist auch jemand da, maybe there's someone there who doesn't know German. I don't think so, but if it's like that, I will also read some English poems. So please tell me if you're there, so I will do that. Ja, gut, dann vielleicht erstmal kurz zu mir, wer mich nicht kennt. Super, hallo Alex. Also wer mich nicht kennt, wie ich heiße, das weiß ja jeder. Ich wohne in Heidelberg, ich bin auch gerade in Heidelberg und streame auch von Heidelberg aus. Ich bin Doktorandin am Seminar für klassische Philologie und promoviere in Latein und Altgriechisch zu Übersetzungen aus dem Altgriechischen ins Lateinische. Sonst gebe ich auch noch Latinumskurse oder verschiedene Tutorienkurse. Momentan gebe ich ein Tutorium zur römischen Metrik. Also, ja, interessiere mich eben für Dichtung. Ich werde lesen aus meinem Gedichteband Der Knopf. Der ist im Kurpfälzischen Verlag erschienen. Also vielen Dank an den Kurpfälzischen Verlag hier. Es ist ein Verlag in Heidelberg, was sehr passend ist, weil ich viele Heidelberg-Gedichte habe. Und dieses Buch ist 2018 erschienen. Und jetzt in der zweiten Auflage. Wenn jemand das Buch kaufen möchte, wie machen wir das denn am besten? Mich anschreiben unter meiner E-Mail-Adresse. Buchkauf rudefruss@yahoo.de. Das habe ich jetzt in den Chat gepostet. Oder einfach sonst, wenn ihr diese Adresse nicht mehr habt, Verlag einfach googeln, Kurpfälzischer Verlag. Also ich werde teils aus diesem Band lesen und teils auch andere Gedichte, die nicht in dem Band drin sind. Und ich habe auch beschlossen, dass ich
heute viele Gedichte lese, die ich sonst nicht so oft vortrage. Aus guten Gründen, weil sie mir eben weniger gefallen und dabei ein bisschen über meinen Schatten springe. Ja, so, dann beginne ich mit einem Gedicht aus dem Buch direkt. Ja, also wie wir alle, diese Lesung ist ja online, wie wir alle sehen. Leider, aber ich bin froh, dass es möglich ist, es ist ganz toll. Und vielleicht ist vielen von euch aufgefallen, dass man momentan sehr viel digital unternimmt. Also ja, als auf die herkömmliche Art. Deswegen beginne ich mit einem entsprechenden Gedicht. Ich habe eine ganze Sammlung zu Gedichten, die Probleme der digitalen Kommunikation beleuchten, so wie auch dieses. Es ist im Kapitel Soziale Verkehrsregeln. Das Buch teilt sich nämlich aus in 6 Kapitel. Mein Heidelberg, der Knopf und andere Alltagsgegenstände, soziale Verkehrsregeln, Wetterumschwung, Verlockungen und Unkategorisiertes. Satis verborum, cipiam legere carmen meum. Seite 52, falls jemand mitlesen möchte. Smileys. Vor langer Zeit traf man gewöhnlich sich zum Gespräche höchstpersönlich. Man sah des anderen Gesicht. Das Internet gab es noch nicht. Bis heute wurde viel erfunden. So wird nach wenigen Sekunden ein Wort, ein Satz dir zugestellt vom anderen Ende dieser Welt. Daraus ergibt sich ein Problem, gar schwierig und nicht angenehm. Es fehlt des anderen Gesicht. Wie ist sein Blick? Das weiß man nicht. So hängt man bald an jedem Punkt, an jedem Komma, das gefunkt, und überlegt sich, leidgeplagt, in welchem Tonfall was gesagt. Da dies nur Missverständnis schürt, hat man die Smileys eingeführt. Gesichter, die vergnüglich lachen und das Verständnis leichter machen. Die Smileys, gelb und kugelrund, tun jedes Schreibers Miene kund. Geschickt gestellt an ihren Platz, verändern rasch sie jeden Satz. Ein Trugbild bald, bald bloßer Schatten der Laune, die wir eben hatten, bald echt, bald jedes Sinnes bar, so künstlich und dabei so wahr. Von Smileys gibt es viele Rassen, doch manche rate ich zu lassen. Denn wird ein Smiley je gewollt, der zynisch mit den Augen rollt? Was habe ich Arme schon inmitten von Unterhaltungen gelitten? Und nur, weil jemand unbedacht den Augenroller mir gemacht. Noch schlimmer, wird ein Satz geschrieben, in dem die Smileys ausgeblieben, da bin ich hin, da schrecke ich ganz vor der vermeintlichen Distanz. So bitte, lasset Rücksicht walten, lasst diese rundlichen Gestalten das sein, wozu sie einst gemacht. Ein Angesicht, das freundlich lacht. Genau, du genau. Jetzt aber Alex hat gute Smileys genutzt. Das ist ganz richtig. Wobei der 1, 2, 3, der 4. Smiley, das ist so ein Augenzu-Smiley. Das sieht so aus, als wäre man gelangweilt. Also den bitte auch nicht. Also nicht den Augenroller und auch nicht den Smiley. Keine Kritik. am lyrischen Ich, an mir natürlich gerne. Weiteres Gedicht. Ebenfalls aus dem Buch. Jetzt habe ich da nicht die Seitenzahl hingeschrieben, aber es ist egal. Es ist aus demselben Kapitel Soziale Verkehrsregeln. Soziale Verkehrsregeln, was heißt das? Soziale Verkehrsregeln ist eigentlich genauso viel wie Regeln der Kommunikation. Aber ich konnte kein Kapitel eines Gedichtbands Regeln der Kommunikation nennen. Das ist viel zu unpoetisch. Deswegen das hier. Das Gedicht, das trage ich jetzt erstmal auf Deutsch vor und danach in einer lateinischen Übertragung für die Leute, die hier Latein können.
Schriftliche Enthaltsamkeit zu Russisch. Pismine Vazderzhanie. Danke an meinen Vater für die Übersetzung. Zügle dich, geschwätzige Feder, hemm die sehnsuchtsvolle Hand. Schön sind Briefe, doch nicht jeder wird davon gern überrannt. Jeder Brief, den du geschrieben, fordert still die Antwort ein. Schreiben gern auch deine Lieben, lass sie einmal müßig sein. Keinen sollst du unterjochen durch die bare Antwortpflicht. Harre noch 2 kurze Wochen, sei geduldig, schreibe nicht. Sei in anderen Dingen fleißig, doch beim Schreiben ganz passiv. Und wer weiß, vielleicht erreicht dich bald ein unerzwungener Brief. Das ist die deutsche Version. Ich habe ja gerade eben gesagt, und hallo an alle neu hinzugekommen, dass ich auch eine lateinische habe. Es ist keine Übersetzung davon. Das ist doch eine Übersetzung davon. Das ist keine Übersetzung, das war ein anderes Gedicht, Musenflucht. Und damit ihr das besser versteht, weil ich weiß, wie schwer es ist, vom Hören zu verstehen, poste ich das Gedicht, das lateinische Gedicht, in den Chat. Dann könnt ihr schön mitlesen. Es ist im Hexameter, in einem meiner Lieblingsversmasse. Wie heißt es? Abstinentia, Descrivendi Abstinentia, würde ich es einfach mal nennen. Und. Oh, Moment. Das sind zu viele Zeichen. Und nochmal weiter. Amicus. Das dauert zu lang. Egal. Ich trage es einfach mal vor. So. Also. Desene penna loquax. Penna. Me cogere, cede cupido, scribendi, gratumst, si dulcis epistula venit interdum. Cavias, ne quis cumuletur amicus, cumuletur, cumulare, also beladen. Responsum flagitant, missae sine voce tabellae. Et licet interdum placeat responsare ferre, ad tamen et grate scribentibus otia linque, also müßig sein, lass ihnen die Muße. Ne subigas quemquam scribendi munere fungi, bisque breves pater inde dies, animoque tenaci, es patiens et parce manu, pennamque remitte, incumbe in multos, quos praebet vita labores, dum veniant ad te nullo cogente tabellae. Nullo cogente, also abel abs, ohne dass jemand zwingt, es erzwingt. Also wenn jemand Interesse hat, dann kann ich den Text auch irgendwie zukommen lassen. An alle neu hinzugekommenen jedes Mal herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten. Als nächstes präsentiere ich euch meinen Vogelfrei-Zyklus. Was ist Vogelfrei? Vogelfrei ist eine Theatergruppe in Heidelberg am Germanistischen Seminar. Eva war auch mit mir da. Hallo, daher kennen wir uns auch. Und ich war 2014 zum ersten Mal dabei und dieser Zyklus ist 2014 entstanden. Diese Theatergruppe Vogelfrei ist etwas, was ich sehr mit Heidelberg verbinde. Das Präludium, das erste Gedicht. Ich musste erst vor kurzem dran denken, als ich gewandert bin durch Dörfer und Berge, und Wälder. Das erste Gedicht heißt natürlich Vogelfrei. Ich lief mit Wanderschritten durch Dörfer wohlgestalt. Bald war ich schon inmitten der Ruh im tiefen Wald. Im Wald war ich alleine, ich kannte nicht den Pfad. Mich trugen nur die Beine, daheim ließ ich das Rad. Nicht einfach war die Reise, der Weg war schwer und steil.
Doch horch, da raschelt's leise. Am Baume hängt ein Pfeil. Ich laufe zu dem Zeichen, das wippt an einem Ast. Darauf auf einem bleichen Papier ein Wort verfasst. Der Pfeil weist ins Geäste. Es wirkt wie Hexerei. Er führt mich zu dem Feste der Gruppe Vogelfrei. Andächtig bleib ich stehen. Ein Bangen in mich dringt. Was wohl das Wiedersehen, was wohl der Abend bringt? Da spür ich ein Behagen, das sich kaum fassen lässt. Ich kann die Schritte wagen zur Hütte im Geäst. Daran anschließend die Trilogie im Walde mitten im Geäst, also Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Zu Beginn. Ja. Schön, Herr Alphöner. Tut mir leid für mein blödes Lachen. Ich habe halt so eine Lache. Also, im Walde mitten im Geäst, Teil 1 oder der freie Platz. Im Walde mitten im Geäst steht eine kleine Hütte. Dort gab es einst ein großes Fest nach altbekannter Sitte. Die Leute saßen dicht gedrängt ums Feuer an den Tischen. Ich hätte mich gern dazu gezwängt, doch war kein Platz dazwischen. Sie labten sich an Speis und Trank, da habe ich ihn gesehen. Den freien Platz dort auf der Bank, doch blieb ich einfach stehen. Verlassen hat mich aller Mut, da stand ich unbeweglich, denn dieser Platz, er war zu gut. Und ich verzagte kläglich. Da winkte einer mich herbei, es stockten mir die Glieder. Komm her, der Platz da ist doch frei. So setzte ich mich nieder. So sitze ich auf diesem Platz und starre auf die Speise. Ich spreche kein Wort und keinen Satz. Das Feuer knistert leise. Ich mache mich an meine Wurst, doch kann ich sie nicht schmecken. Ich fühl nicht Hunger, fühl nicht Durst und will mich nur verstecken. Benebelt leere ich mein Bier, hab nicht mal angestoßen. Auf einmal, da entfernt es mir. Nein, nochmal. Benebelt leere ich mein Bier, hab nicht mal angestoßen. Auf einmal, da entfährt es mir. Ein Wort über die Soßen. O Welt, ich habe mich getraut. Der Soße will ich danken. Ich habe keinen angeschaut. Ich sah sie in Gedanken. Mit Schüchternheit kommt man nicht weit. So habe ich sie vermieden. Und ich genoss die kurze Zeit, die mir am Tisch beschieden. So langsam wurde ich vergnügt. Die Miene wurde heiter. Das eine Wort hat nicht genügt. So sprach ich einfach weiter. Wir sprachen über Kleidungskunst und bunt gedruckte Bilder. Die Hütte lag im Feuerdunst. Die Lüfte wehten milder. Mit dunklen Schwingen kam die Nacht. Es zirpten meine Grillen. Ach, was hab ich Arme durchgemacht um dieses Festes Willen? Ja, Eva schreibt schon, dass sie gern daran zurückdenkt. Ich denke auch gern daran zurück. Und die schönste Episode des Festes kommt jetzt. Im Walde, mitten im Geäst, Teil 2. Oder Grillen. Jetzt kriege ich irgendwie Hunger. Naja, Grillen. Im Walde, mitten im Geäst, darf man sich etwas trauen. Vorüber war das schöne Fest. Es kam das Morgengrauen. Die kleine Hütte lag so still, in früher Nebelschwade. Wir kochten Kaffee auf dem Grill und Brot mit Schokolade.
Es fordert Mut und Geisteskraft, so etwas zu vollbringen. Wir grillten auch Orangensaft in Tassen, die zerspringen. Die anderen waren schon zur Ruhe. Wir standen vor dem Grille und grillten Tassen immerzu in sanfter Waldesstille. Wir grillten sie mit Passion. Nicht kennend die Methoden, die Tasse war aus feinem Ton. Es löste sich der Boden. Da fuhr ein eisig kalter Schreck uns allen in die Glieder. So werft die Tasse schleunigst weg. Vorbei. Wir grillten wieder. Wie alles auf dem, Grill zerlief. Welch wunderlich geschehen. Der andere Teil der Gruppe schlief und konnte dies nicht sehen. Drum dichte ich von diesem Fest im Kämmerlein im Stillen, damit der ahnungslose Rest erfährt von jenem Grillen. Also gut, dass diese Tasse hier nicht zersprungen ist. Wir haben sie auch nicht auf den Grill gestellt. Vielleicht zur Erklärung, diese Tassen, das waren nicht unsere Tassen, das waren die Tassen von der Hütte. Deswegen war es ja so schlimm, dass die Tasse einfach kaputt gegangen ist. Und ja, deswegen warfen wir sie einfach weg. So, es ist noch nicht vorbei. Es kommt noch Teil 3. Das ist ja eine Trilogie. Im Walde mitten im Geäst, Teil 3. Ein Jahr später. Im Walde mitten im Geäst, ein Jahr war schon vergangen, da ward das frohe Abschlussfest zum zweiten Mal begangen. In dieser sternenklaren Nacht sah ich so manche grillen, doch keine Dummheit ward gemacht im Walde dort im Stillen. Kein Saft ward auf dem Grill gestellt, kein Kaffee in der Tasse, kein Krug, der auseinanderfällt, in rundliche Grimasse. Und selbst der Plan, so gut durchdacht, Senf auf den Grill zu schmieren, blieb unerfüllt und unvollbracht, als sollte es nicht passieren. Und keiner tanzte um die Glut in seinem töricht Treiben, und keiner schalt in Übermut und rief, so lass es bleiben. Zwar wurde freudig hier und dort mit Bieren angestoßen, doch diesmal fiel kein lobend Wort ob irgendwelcher Soßen. Nur Karren gab es, groß und schwer. Da lagen wir im Haufen, denn keiner wollte zu Fuße mehr um jene Hütte laufen. Auch gab's Musik und frohen Tanz. Es stand in unserer Mitte der wandelfreudige Popanz, der lehrte uns die Schritte. Doch kein verrücktes Grillentier sah ich da draußen weben, und keine Grille ward in mir, als hätt sie nie gegeben. Ein Popanz ist eine Gestalt aus einem Theater. Zum Beispiel aus dem Theaterstück von Ludwig Tieck, Der gestiefelte Kater, da gibt es eine Rolle, Popanz. Und eben das Mädchen, das diese Rolle gespielt hat, hat uns die Schritte gelernt. Sehr schönes Winkschritte. Hallo Jasmin. Ja, es ist auch schön, dich zu sehen, beziehungsweise zu lesen. Und genau auf diese Weise. So, jetzt lese ich ein Gedicht vor aus diesem Buch, das ich nie vorlese, weil... Ja, ist ja egal warum. Oder was mir nicht so gefällt oder macht nichts. Ich lese es vor. Es ist ein Heidelberger Gedicht und es ist das zweite in dem Band. Und es heißt an alle Radfahrer, an den schönsten Fahrradweg der Stadt. And after that, for those who don't speak German, if there's someone, I'm going to read something in English, so stay here. Online, stay online. Ja. An den schönsten Fahrradweg der Stadt. Allerliebster Fahrradweg, wann wirst du mich wieder leiten durch die wunderbaren Weiten an das Wehr zum hohen Steg
wo der Neckar sanft und leise lieblich plätschert seine Weise. Schönster Weg der ganzen Stadt, darf ich wieder auf dir fahren, wo die wilden Gänsescharen pflücken Gräser Blatt für Blatt und die Hälse schön geschwungen beugen sich zu ihren Jungen. Liebe Straße, kleine Pfalz, wo die Glocken stündlich schlagen, Bergen hoch, die Türme ragen, ich vergesse dich niemals. Doch ich musste euch verlassen, lieber Weg und liebe Gassen, ob des traurigen Verfalls. Ja, das muss man nicht verstehen, aber es ist auch ein Gedicht. Es ist auch gar nicht dafür da, dass man es versteht. Vielleicht einfach ein bisschen Heidelberg-Stimmung rüberzubringen. So, falls es irgendwie Fragen gibt zu einem bestimmten Gedicht oder falls ich einen Vers oder eine Strophe nochmal lesen soll, bitte sagen. Ich finde es persönlich, wenn ich bei Lesungen bin, ich finde es sehr schwer zu folgen, wenn ich nicht mitlesen kann. Also deswegen, wenn irgendwas nicht klar ist, gerne fragen. Now I'm going to read one or two of my English poems. I have, I have 12 or 13 or 14 poems in English. As I did my master's in Oxford, it was 2016 and 2017. I started, well, I tried writing in English because it was not appropriate to write in German and I wanted to practice. And so I mostly wrote in English and in Latin. And a little background to the first poem. I'm using the word gown, writing it here. And the gown is a cloth. It's a piece of clothes, it's black, and it's what students wear on special occasions, on formal occasions, like a formal dinner where you sit in a hall and eat, like Harry Potter. Yeah. First of all, da gibt's eine Frage, und die will ich vielleicht zuerst beantworten. Wieso sind die Schenkungen, welche Schenkungen? Deaktiviert. Also wenn es was Technisches ist, dann habe ich keine Ahnung. Wenn es was zum Gedichten ist, Donations. Oh, Donations, gibt es sowas bei YouTube? Das wäre toll. Nee, also das, keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Wenn ja, ist natürlich toll, aber es ist ja auch, ich mache es ja nicht dazu, was zu verdienen, sondern um einfach Gedichte vorzutragen. Ihr könnt ja, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, mein Gedichteband kaufen. Ich verschicke das auch. Natürlich verschicke ich das, ist gar kein Problem. Und auch signiert. Bitte? Ja, und Buchhandel. Ah ja, genau, nicht bei Amazon bestellen. Das lohnt sich auch überhaupt nicht bei dem Buch. Das verschickt sowieso der Verlag und Buchhandlung. Also entweder im Buchhandel bestellen oder bei mir. The lie. I must admit, today I lied. There was a question I denied. When I was asked, well, you can guess, I answered no instead of yes. My look was guiltless and detached. My little plot, so slyly hatched, worked out so very perfectly, and no one knew except for me. My work was done and I sat down, composed my dress, composed my gown. I cheered, but very secretly, and no one knew except for me. Don't blame me for my little ploy. It's just a part of being coy. In this so common little game, I bet you'd have done the same. Who in the world would be so bold to bluntly tell what shan't be told? Beware of any awkwardness and just say no instead of yes. If you use words that shan't be used, your counterpart will be confused. It's not rewarding to reveal nor what you think nor what you feel. This was a canny little plot to find my only perfect spot.
I am so very satisfied, and that's the reason why I lied. I tried to read that slowly, because if I were you, or if you were, no, so if I was watching myself or listening to this poem, if I hadn't written this poem, there would be a lot of words I wouldn't understand, because it were words I didn't know at the time I wrote that poem. I did some research to improve my English, like, for example, ploy. I didn't know the word ploy. I didn't know coy. I didn't know slyly hatched, also so moliri auf Latein, wie sagt man das so, ins so im Werk setzen und so weiter, also the lie. Danke, Eva. Oh, danke, hallo Valentina, schön, dass du da bist. Ja, ich trage gerne auch noch eins auf Englisch vor. Danke für mein, vielleicht ein bisschen künstlich, aber ich spreche halt wirklich so. Also ich mache da nichts, ich spreche einfach so. Ich kann keine Komplimenten annehmen, das ist furchtbar. So, danke. Okay, so the next poem is about student life in Oxford. I wrote it at 4 p.m. 15 when I came home after many hours. So. Oxford Nights. Hallo Leo, cool, dass du da bist. Ja, ich lese auch nachher noch was auf Latein vor. Oxford Nights. I don't want to be obtrusive. Tell me, guys, what is your trick? Teach me, but don't be delusive. Just the basics, plain and quick. In the films, it seems so easy. Every silly dream comes true. But for me, it seems so cheesy. And it feels I must eschew. There's no feasible intention, though I knew it from the start. Let me ask this single question. Oxford, why are you so hard? Why are you so wise and prudent? Where are all your escapades? Don't you want to help your student to obtain his favorite mates? Hardly midnight, night so charming, but your fairest dweller leave hours and hours to wake till morning. Oxford, please don't go to sleep. There's no need for wine and whiskey, useless every drunkenness. Oxford, nice, but never risky. How? Oh, how can one impress? Short are, Oxford, all your meetings. Short the option to unite. Friendly small talk, friendly greetings, but at 10 you say good night. How can one with all this reason ever do a crazy thing? Oxford, is there any season you permit a senseless fling? I don't want to be obtrusive, so I let my maggots be. Just remain as clear and lucid, Oxford, in my fantasy. So in this poem, it sounds as if I found Oxford boring, but it's not true. I loved Oxford. So don't believe the poets, the poems and the poet, because poets lie. Ah, Oxford period. Hallo, Vater. Oh, gerne. Gracias. Yo no hablo español porque comprendo un poquito. Pero quería mucho aprender a hablar, aprender para español. Pero tengo miedo que italiano, mi italiano. Auch Pongo. Ja, so Pongo, das ist ein Lied von mir, aber es ist Pongo from Peru, das ist ein Lied. Ich hatte auch kurz überlegt, meine Gitarre rauszuholen und was vorzuspielen. Zum Glück habe ich sie nicht dabei. Ich weiß auch gar nicht, ob es so gut wäre, also wegen der Übertragung. Vielleicht, wenn Jasmin sich das wünscht, kann ich später mal den Text vortragen. Bola Pseudonteil, ja, genau, Pseudonteil. Danke. Olvidar. Mhm.
Gut, jetzt ist Zeit für ein Gedicht aus meinem Band. Aus der Kategorie Der Knopf und andere Alltagsgegenstände. Das Gedicht heißt ja Der Knopf. Ich weiß nicht, ob ich das noch vortrage. Habe ich eigentlich nicht geplant. Oder so. Vielleicht trage ich das auch vor. Aber ich trage jetzt erstmal ein Gedicht vor, das ich noch nie vorgetragen habe. Ich muss mich wirklich überwinden. Das wird auch noch aufgenommen. Ey, das ist Orangensaft. Also es sollte nur ein bisschen schick aussehen. Nicht, dass ihr denkt, dass ich mich hier betrinke. Hallo May. Hallo. Ach, da muss ich wirklich was auf Latein vortragen nachher. Der Kleiderbügel. Der Kleiderbügel. Du Kleiderbügel aus Metall, was hängst du da so leer? Was klapperst du mit lautem Schall und schwingst dich hin und her? Was klingelst du mich immer an mit nächtlichem Ding-Dong? Kaum trete ich an die Tür heran, da höre ich deinen Gong. Wenn man die Klinke runterdrückt, da hört man dich sogleich. Es tönt dein Klingeln wie verrückt durchs Kleiderbügelreich. Die Klinke war dein Königsthron, die Tür war dein Palast. Doch niemand hatte was davon. An dir hing keine Last. Zuweilen hast du mich gestört mit deinem Eisenklang. So manchmal hat er mich empört, dein nächtlicher Gesang. Ich sah dich lange schon nicht mehr, mein klingelnder Kumpan. Und ich vermisse dich so sehr, mein Kleiderbügelmann. Doch lang vorbei ist unsere Zeit, ich sehe dich nimmermehr. O Kleiderbügelherrlichkeit, du fehlst mir ja so sehr. Ja, also dieses Gedicht wollte ich gar nicht aufnehmen, aber meine Freunde, die mit mir den Gedichteband zusammengestellt haben, auch vielen Dank hier an und hallo und Heiner Grombein, haben nicht drauf bestanden, aber es streng empfohlen, dass ich das mit reinnehme, dann habe ich es halt mit reingenommen. Nun, ah, grazie, gracias. Ich kann wirklich nur das sagen, was ich vorhin gesagt habe, also auf Spanisch. Oh, das ist ja lieb, danke dir. Das siehst du dir das anders, aber ich freue mich, dass du das so siehst. Ich lese jetzt ein Gedicht vor aus dem Kapitel Wetterumschwung, den ihr auch selber mal lesen könnt. In dem Kapitel Wetterumschwung geht es um Gedichte, die sich mit Wettererscheinungen zumindest vordergründig befassen. Sollte ich vielleicht meinen Computer mal aufladen? Ich habe jetzt noch 54%. Warte mal kurz, ich hole mal mein Ladekabel. Das ist vielleicht dann sicherer. Sicher ist sicher, gell? Das Ladekabel? Meinst du? Ich leg das mal hier. Ich bereite das hier einfach schon mal vor, wie das hier liegt. Hast du den Akku der Lampen im Auge? Die Lampen, genau, dass die nicht ausgehen. Also es kann sein, dass Licht irgendwann ausgeht, aber ich hoffe nicht. Und wenn es ausgeht, dann geht es halt aus, dann machen wir halt hier das Licht an. Ach, danke an Roman Schätzle. Hallo Roman. Vielen, vielen Dank an Roman für das Licht, das du mir gegeben hast. Genau, sicher ist sicher. Genau. Da. Dieses Gedicht, das Elend hascht nach jedem Hoffnungsschimmer. Wie kam ich auf diesen kitschigen Titel? Ich habe ein Stück von Vogelfrei gesehen, also nicht selber mitgespielt, ein Theaterstück. Und da war so ein Zitat im Stück und das lautete, das Elend hascht nach jedem Hoffnungswahn. Und dann dachte ich, boah, ich muss unbedingt ein Gedicht schreiben. Genau, die Phänomena, das passt ja ganz gut, weil ich gerade Arat lese, also auf Griechisch. Die Aratea. Genau. Das Elend hascht nach jedem Hoffnungsschimmer. Oder die Brücke 3, Teil 3.
Das Elend hascht nach jedem Hoffnungsschimmer. Gedankenvoll stand ich auf meiner Brücke. Ein Türchen öffne mir zu kurzem Glücke, bat ich sie ohne Trübsal und Gewimmer. Es wohnt in mir der alte Aberglaube, die Brücke könne Wünsche mir erfüllen. Beschwör ich sie nur hoffnungsvoll im Stillen, begrab ich meine Hoffnung nicht im Staube. Mein Wort hab ich mit Andacht preisgegeben, da fühl ich unter mir die Brücke schwanken. Sie fasste meine innigsten Gedanken, begünstigte mein aussichtsloses Streben. Da winkten mir durch wüstes Wolkendunkel gar freundliche und warme Sonnenstrahlen, die Hoffnung in mein banges Antlitz malen. Erglühend wie fantastisches Karfunkel. Vielleicht, vielleicht ist jetzt noch nichts verloren. Der Brücke will ergeben ich Vertrauen, so lange durch die Hoffnungsbrille schauen, bis alle Hoffnung vollends eingefroren. Noch halte ich daran fest, und ja, noch immer sehe ich mich mit der bitteren Wahrheit ringen. Das Elend hascht nach jedem Hoffnungsschimmer und sieht ihn in den lächerlichsten Dingen. Oh, danke, Eva. So, gibt es Fragen? Sunt neroganda, esne quae rogare velitis? Do you want to ask something? Soi estan questions? Ah, jetzt kommt das Lateinische. Beziehungsweise erst das Deutsche und dann das Lateinische. Ich dichte momentan nicht. Seit 2017 nicht mehr richtig, weil ich keine Muse habe. Ich kann nur mit Muse dichten. Also fast nur. Manchmal geht es auch ohne. Nachher kommt ein Beispiel für ein Gedicht ohne Muse. Dieses Gedicht ist im Kapitel Unkategorisiertes. Also, ja, es ist keine Kategorie, so richtig passt. Das passt aber in die Kategorie ganz gut. Das ist die einzige, die es reingepasst hat. Und das ist ein typisches Gedicht, wer von euch dichtet, der hat sicher schon mal drüber ein Gedicht geschrieben, dass er über nichts dichten kann. Also das ist eigentlich ziemlich blöd. Und ich glaube, in Dichterkreisen noch nicht so beliebt, über sowas zu schreiben. Aber ich habe es trotzdem geschrieben, weil ich ja ich schreibe ja für mich. Ich schreibe ja nicht fürs Publikum, ich schreibe wirklich für mich. Und ich hatte auch nicht geplant, ein Buch zu veröffentlichen am Anfang. Ich glaube, das ist wie bei den meisten so. Ah, ja, stimmt. Hay preguntas. Hay. Ah, no hay perros. Hay. No hay perros. Es sind keine Hunde hier leider. So. Musenflucht. Lauscht man in farbigen Berichten, erlebnisreich aus meinem Mund, da fragt man rechtens nach dem Grund, dass mir abhanden kam das Dichten. In kunstlos losgelösten Worten hört man mich plaudern Tag um Tag. Kein Reim, kein dichterisch Ertrag ist im Geplapper zu verorten. Was ist der Grund für dies Versagen? Mir deucht, es geht mir allzu gut. Nur Seelenschmerz und Jammerklagen befeuern jene Dichterwut. Das ist der Grund für das diffuse Gefasel voller Ungeschick. Der Glückliche kennt keine Muse und jede Muse scheut das Glück. So, nur weil ich es geschrieben habe, der Glückliche kennt keine Muse, meine ich nicht, dass man nur unglücklich dichten kann. Also ich muss keineswegs unglücklich sein, um zu dichten. Es ist häufig so. Also ich kann dichten, wenn ich unglücklich bin und auch wenn ich glücklich bin. Hauptsache, ich habe die Muse. Das ist eigentlich, hat gar nicht so viel damit zu tun. Ah, der Themennihilist. Ja. Ja, das stimmt. Pathos kann helfen. Ja.
ein bisschen übertrieben. So, und dieses Gedicht, das gibt es auch auf Latein, aber nicht, also das ist keine Übersetzung. Hm? Was denn? Ah, das ist ja. Was? Gerade einen Moment. Nee, das ist gerade gar nicht. Ah, ich weiß nicht. Ach, da! Okay, so. So, kurz noch besprochen. Ja, was wollte ich sagen? Genau, also das Gedicht, das habe ich, es gibt eine lateinische Version davon, die aber keine Übertragung. Moment. Ich muss gleichzeitig reden. Und was ist das? Der erste Teil des Gedichts? Und das ist der Dankeschön. Das ist der zweite Teil, da könnt ihr mitlesen. Also geht es auch darum, dass ich keine Muse habe, dass lyrisch ich keine Muse hat. Das ist entstanden ein Jahr später, Dezember 2018. De Musa Fugaki. Also über die flüchtige Muse. De seruit miseram nu per me musa latina. Ai mihi materies nobilis ipsa fugit. Qua duce versiculos et qua duce carmina finxi fugerat hesterno non reditura die. Nec fieri possit non optua. Upsa. So, ich lese es nochmal. Das muss sein. Nec fieri possit, quondut mea musa remigret, votaque nulla juvant, nec maga magna favet. Quae mihi desertae daterit nova causa canendi, sed quid opus causa tesine magna dea. So. Ja, jetzt würde ich meine Studenten natürlich fragen, qua duce, was das für eine Konstruktion ist, sei. Und die richtige Antwort drauf wäre, das ist ein nominaler Abel abs in relativischer Verschränkung. Potei Matos. Ja, ich liebe auch Shiba Inus. Richtig süß. Ja. Gut. Achso, was wollte ich das? Kurz anübersetzen. Ich wollte es ja kurz anübersetzen. Ihr könnt es ja sehen im Chat. Also jüngst hat mich verlassen. Ach, mich arme hat jüngst die lateinische Muse verlassen. Weh mir mein edler Stoff. Flieht von selber davon. Ich habe mich mal angefangen, das zu übersetzen. Genau, in Hexameter zu übersetzen. Also sie, mit deren unter deren Führung ich Verslein und unter deren Führung ich Gedichte geschrieben habe, war am gestrigen Tag unwiederbringlich geflohen. Und es kann nicht passieren, dass je meine Muse zurückkehrt. Es helfen auch keine Gelübde und auch die große Hexe, Maga Magna, hilft nicht. Welcher neue Grund wird mir Verlassenen zum Dichten gegeben sein? Doch was bringt es? Wozu braucht man einen Grund ohne dich? Große Göttin, also Muse. Genau. Los perros son los mejores animales. Oh, danke. Aber den ersten Vers, den hatte ich mir schon überlegt. Also, ach, mich arme hat jüngst die lateinische Muse verlassen. Das hatte ich mir schon überlegt. Das andere habe ich jetzt gerade übersetzt.
hatte mir überlegt, dass ich ein ganz altes Gedicht vorlese. Also nicht ganz alt, aber relativ alt. Anfang 2013. Das war zu einer Zeit, wo ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht habe über die Form der Gedichte. Und dieses Gedicht habe ich wirklich sehr schnell geschrieben. Es ist während einer Zugfahrt entstanden. Das mit dem Schnell, das sage ich jetzt, weil ich nicht normalerweise schnell schreibe. Gut, schnell ist relativ, aber das habe ich eben während der Zugfahrt geschrieben. Und ich habe es einfach, ja, geschrieben. Das wird man auch sehen. Es ist kein festes Metrum, das ist frei. Und ja, und, genau. Genau, das habe ich geschrieben während einer Zugfahrt in der S3 von Heidelberg nach Karlsruhe, als ich auf dem Weg nach Hause war zu meiner Mutter nach Baden-Baden. Und es ist nur eines meiner Zuggedichte. Ich glaube, ich habe zwei oder drei. Und es heißt Durchsetzungsvermögen. Heute Abend saß im Zug nach Baden-Baden mir eine Dame gegenüber, voll beladen, war ich, nicht sie. Sie streckte ihre Beine so ganz weit vor, sodass ich meine einziehen musste, sehr verrenkt und Platz war kaum. So fuhr ich heute im Regiozug Albtraum. Ich gebe zu, die Fahrt war nicht bequem. Doch sie zu fragen, war mir höchst unangenehm. So sagte ich nichts. Daneben saß ein Paar, du meine Güte. Die zankten sich um irgendeine Tüte. Der Mann hielt diese fest in seinen Händen. Das Mädchen wollte die Tüte ihm entwenden. Sie blökten, neckten sich wie kleine Kinder. Sie schlug ihm ins Gesicht dabei nicht minder. Der Zug hielt an der nächsten Station und endlich macht die Dame sich davon. Gleich fange ich an, auf ihren Platz zu starren. In Fahrtrichtung die Frau war gefahren. Da will ich hin. Doch stellt der Mann die Tüte ab auf dem freien Platz. So wurde mir im Gemüte gar ärgerlich zumute. So, doch sagt ich nichts. Sie ärgerten sich ständig. Ich stierte auf den freien Platz inwendig. Bad Schönborn war es oder Umstadt Weiher. Den freien Platz fixierte ich wie ein Geier. Der Zug hielt an der nächsten Station. Das Paar stand auf und machte sich davon. Da schnell ich vor und bin mit einem Satz auf meinem heiß ersehnten Fensterplatz. Ja, das andere Gedicht, das Zuggedicht, andere Zuggedicht heißt der Zugmülleimer und geht es auch um Fensterplatz, weil ich am liebsten am Fenster sitze. Liebe Leute, wir müssen mal eine Minute mir kurz neues Wasser holen. Ich bin sofort wieder da. Ihr könnt in der Zeit schon mal Fragen überlegen. Oh, Alex, es ist schön, dass du, ein Kompliment für mich, dass du nicht willst, also nicht weggehen willst. Das Gute ist, wird ja aufgezeichnet. Also ich bin sofort wieder hier. Eine Minute. Halbe Minute. Ja? Bin gleich wieder da.
la la la. So. Ja. Machst du cool? Kann auch hier stehen bleiben. Da sieht man mich zwar nicht. Aber dann kann ich auch die Kommentare nicht lesen. So. Halt ja, wer da? So. Ah, Bernd Schätzle, hallo. Schön. Aber das ist nämlich echt so schön, dass jemand da sagt, dass du schreibst, dass du nicht weg willst. Das freut mich. Kannst es dir einfach angucken. Also mein Plan, so, ich wäre noch nicht am Ende, aber bald. Ich lese jetzt ein oder zwei Gedichte vor, die ich noch geplant hatte. Ansonsten bin ich auch, wenn jemand was Bestimmtes hören will, also eher was Trauriges oder was Fröhliches oder was Englisches oder was Lateinisches, dann einfach in die Kommentare schreiben und dann kann ich das berücksichtigen. Ich möchte jetzt etwas Besonderes vorlesen und zwar in dem Sinne, ich meine jetzt Besonderes gar nicht positiv oder negativ, sondern wirklich besonders und ist auch Schluss mit lustig, jetzt auch wirklich gar nicht mehr lustig. Ich muss mal kurz ausholen. Also, wer meine Gedichte kennt, der weiß ja, dass ich gerne über kleine Dinge schreibe, so Kleiderbügel oder so Knopf, so Banalitäten, ja, so Lappalien, Denugis, die Plakets, Kribere Denugis. Und wer mich besser kennt oder nicht als mich einfach kennt, ja, der weiß vielleicht auch, dass ich sehr schlecht in Geschichte bin. Ich war schon immer schlecht in Geschichte und ich habe auch Angst vor Geschichte, mich dazu äußern, weil ich es wahnsinnig kompliziert finde. Angst ist übertrieben, aber ja, ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert. Deswegen habe ich im Jahr, wann war das? Ich glaube, das war 2018, glaube ich, oder 17, ich glaube, es war 17 oder 18, die Herausforderung angenommen und habe ein Gedicht geschrieben. Über den Ersten Weltkrieg. Jo, also ich wusste nicht so viel über den Ersten Weltkrieg, außer jetzt die Daten und noch vielleicht ein paar, ja, nee, ich will mich jetzt nicht mehr so, also so, ich wusste eigentlich nichts über den Ersten Weltkrieg. Und ich habe mich hingesetzt und habe in einem Buch gelesen von Jens, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt, aber das hieß auf jeden Fall, das Buch hieß mit Gast, nee, wie heißt es nochmal? Egal, also auf jeden Fall, ein Geschichtsbuch gelesen, in einem zweiten noch gelesen, habe ich mir noch Zeitzeugenberichte durchgelesen. Die Büchse der Pandora. Ja, die Büchse der Pandora, genau, genau. Genau so hieß das. Jörn Leonhardt, die Büchse der Pandora. Da habe ich gelesen, ich saß wirklich lange und habe mich da sehr gequält mit diesem Gedicht. Das war eine Qual. Danke an meinen Vater, der mir dabei geholfen hat, an Florian hier für historische Hintergründe. Und ich freue mich, dass Jasmin auch Angst vor Geschichte hat. Also ich freue mich nicht, dass du Angst hast, aber ich freue mich, dass du da mitfühlen kannst. Das war so ein richtiges, es war so schwer, das zu schreiben. Ich habe so zum Teil in einer Strophe so 4 Stunden gefeilt. Nicht an jeder Strophe, aber an so manchen. Und mich sehr gequält damit. Es hat aber auch sehr viel Spaß gemacht. Und ein Grund, warum ich dieses Gedicht fast nie vortrage, ist es, dass ich einfach keine geeignete letzte Strophe finden kann. Und bis jetzt nicht. Es ist in meinem Band drin. Hier ist eine Version drin. Und ich habe 3 verschiedene Endstrophen, also Versionen für die letzte Strophe, von denen mir keine gefällt, weil ich finde, dass es entweder das ganze Gedicht banalisiert oder dass es diesem großen Thema einfach nicht gerecht wird. Ich kann auch nicht diesem Thema gerecht werden. Deswegen, dieses Gedicht, da muss ich vorher sagen, ich glaube, im Englischen nennt man das Disclaimer. Das ist keine Meinungsäußerung von mir, das ist einfach nur die Beschreibung von dem, was ich gelesen habe. Und ja, jetzt werden alle auf die letzte Strophe wahrscheinlich achten, aber gut, ich muss es jetzt halt einfach sagen. So. Ah, Mutter muss gehen. Tschüss, Mutter, und schön, dass du da warst. Genau, dann trage ich es einfach mal vor und dann trage ich noch die 3 Versionen der letzten Strophe vor. Und es ist einfach keine einzige, das ist so schade. Aber ich finde die letzte Strophe eh immer am schwersten. So diese Pointe. Das hat Cicero auch mal gesagt, irgendwo in einem Werk, dass Pointen, dass es sehr schwierig sei und dass man das auch nicht lernen könne. Da müsste man Talent haben,
oder nicht. Warte mal, Seite 90. Und das Metrum des Gedichts ist ein Amphibrachis. Man kann es auch als Dactylus oder Anapes interpretieren. Also es ist ein dreigliedriges, ja, lieber halt Metrik, also dadamdam, dadamdam. Hm. So. Das fand ich geeignet. Das Versmaß meine ich. Weswegen, ich fand es geeignet, weil ich fand, dass du so den Marsch ein bisschen so unterstreicht und weil ich das Wort Maschinengewehr auch reinkriegen wollte. Maschinengewehr. Also. Genau, Sal, genau, Salz des Gedichtes, sagt auch, gibt es auch bei Cicero, er sagt Sal, wobei Sal immer dann eher Witz und sowas. Ja, genau, aber genau, Point ist das Wichtigste. Mein Vater kann auch sehr gut dichten und ich frage ihn manchmal, also dichte zwar auf Russisch, auch auf Englisch, aber er kann mir auch bei meinen deutschen Gedichten ein bisschen helfen. Also haben wir doch viel telefoniert. Ja, das August-Erlebnis. Ernte, du fröhliches Sommerbehagen, die Sonne besticht uns mit gleißendem Schein. Der Garten erblüht und gefüllt ist der Wagen mit Äpfeln, Tomaten, Gemüse und Wein. So weit auf dem Land, doch seht da in den Städten euphorische Jungen in jubelnder Tracht. Mit Helmen bekränzt schärfen sie Bajonetten. Was hast du, August, mit den Menschen gemacht? Die Hymnen des Jubels, der Sang der Entzückten, erfüllen die Städte mit gellendem Schall. Da laufen in Märschen die Siegesverrückten, das Licht des August scheint auf heißes Metall. Was ist schon das Ich? Auf zur mutigen Masse, versammelt, verbündet, verbrüdert, ein Volk, dass keiner die mutige Masse verlasse. Versager wär feigherzig trotz dem Erfolg. Zum Bahnhof, wir fahren, ein Prost, hoch die Krüge, in sonnigem Licht scheint der sichere Sieg. Gefüllt ist der Steig, gefüllt sind die Züge von Männern und Knaben, begeistert von Krieg. Und wie im Auguste die reichsten der Früchte von selber in Fülle hinfallen vom Ast, so taumelt das Volk in verworrener Dichte, wie wandelnd im Schlafe zu Feld und Morast. Doch freilich, nicht allen scheint Kämpfen geboten, es quält sie die Angst um Vermögen und Herd. Doch sieht man bereits die Hurra-Patrioten in Gasmaskerade mit Säbel zu Pferd. Ein Nebel von Gift hat die Sonne verdunkelt, die Blume fällt welk vom Maschinengewehr. Das einzige Licht, das im Elend noch funkelt, ist fliegendes Feuer vom feindlichen Heer. Ein Jahr und zwei Jahr sind verglommen, erloschen ist längst der unsägliche Wahn. War's Irrlicht, das damals die Welt überkommen? War's Irrlicht, das uns diesen Krieg angetan? Doch war es viel mehr als ein Mensch zu bewerten, ja, mehr als Geschichte zu schreiben gewusst. O, wären wir nie, meine lieben Gefährten, verfallen dem einstigen Geist des August. Also man sieht auch schon, glaube ich, meine Unsicherheit in der Geschichte, auch an dem Gedicht, weil ich jetzt zum Beispiel schreibe, also erstmal beschreibe ich ja die Begeisterten, die Kriegsbegeisterten, aber damit dann nicht gesagt wird, dass es überall so war, schreibe ich auch, nicht allen scheint Kämpfen geboten, es waren ja auch viele, die dagegen waren, natürlich. Und dann am Ende schreibe ich, es war mehr als ein Mensch zu bewerten, ja, mehr als Geschichte zu schreiben gewusst. So fühle ich mich immer, deswegen ist es, kann ich nicht natürlich bewerten. Das ist auch bei, glaube ich, allen geschichtlichen Themen so. Und dann eben meine lieben Gefährten, einfach aus der Sicht der, die dort waren. Also ein bisschen, ich finde das ein bisschen banal, aber ich wollte mir auch die Verantwortung, also von mir wegschieben und auf die Gefährten sprechen lassen. Also es war die Version 2 und diese Version ist im Buch drin. Ah, vielleicht sage ich noch kurz, ich habe ja geschrieben, die Schlafwandler, also wie wandelnd im Schlafe, zu Feld und Morast, sie taumelten wie wandelnd im Schlafe. Dieses Buch, das ich gelesen hatte, Die Büchse der Pandora, ich glaube, dass der Untertitel lautet Schlafwandelnd in den Krieg.
oder es ist zumindest geprägt, ist nicht drin, aber es ist zumindest geprägt, glaube ich. Nee, es ist nicht von ihm geprägt. Nein, es war jemand anders. Also auf jeden Fall gibt es diese Aussage, schlafwandelnd in den Krieg ziehen. Ah, die Schlafwandler, genau. Die Schlafwandler. Ah, natürlich, Christopher Clark, die Schlafwandler. Ja, ein britischer Historiker, Christopher Clark, die Schlafwandler. Und Gasmaskerade mit Säbel zu Pferd. Auf diesem Buch sah man dann einen Mann, der auf einen Gasmaske auf dem Pferd sitzt. Deswegen habe ich das geschrieben. Also das ist die Version 1 der letzten Strophe. Ich muss einmal die anderen Versionen auch mal vorlesen, aber nur die letzte Strophe natürlich. Doch war es viel mehr als ein Mensch zu bewerten, ja mehr als Geschichte zu schreiben, nee, zu schildern gewusst. Vielleicht war sogar, so vermuten Experten, ein Mythos, der einstige Geist des August. Also Mythos des August habe ich auch mal irgendwo gelesen, aber ich dachte, dass dieses Experten das Gedicht abwertet. Und ja, habe ich nicht genommen dann. Dann habe ich noch eine Version 3. Die habe ich dann, die hatte ich umgedichtet für, ich habe das Gedicht mal beim Limbus Club vorgetragen, wo Heiner Grombein auch ist. Das ist hier in Heidelberg so eine Veranstaltung mit Musik und Kabarett und Text. Kann ich sehr empfehlen, alle Heidelberger. Der Titel der Veranstaltung lautet Verstandesverlust. Und das habe ich dafür umgedichtet. Was wir jenen Sommer so eifrig verklärten, heißt heutigen Tages Verstandesverlust. O, wären wir nie, meine lieben Gefährten, verfallen dem einstigen Geist des August. Also das ist eine Mischung aus beiden. Ich hätte dann noch ein Gedicht, das geht um Spanien. Wenn wir schon von Spanien hatten, auch gegen Spanien. Und also, das war so. Ah, ob ich Bene habe, vor der Kamera zu singen? Irgendwann grundsätzlich schon, heute nicht, weil ich jetzt auch nicht geübt bin und auch nicht, na doch, ein bisschen eingesungen schon, aber höchstens, wenn ich es war zur Mittagsstunde, wohl irgendwann im Mai, ich drehte eine Runde, die Mutter war dabei. Nee, ohne Einsingen geht es nicht und ohne Gitarre. Nein, auf jeden Fall. Genau, ein Freund war von mir im Erasmus und er hat mir dort, er hat mir ein Bild, also hat eine Gruppe, WhatsApp, ein Bild geschickt von seiner Suppe. Und ich fand das so lustig, dass ich da ein Gedicht dazu geschrieben habe. Und das Gedicht heißt Das Ei in der Suppe nach einer wahren Begebenheit. Im März begab es sich einmal unweit vom Rand zu Portugal. Der Hunger hat es angestellt, dass Robert sich ein Mahl bestellt. Trujillo hieß die kleine Stadt, in der es sich ereignet hat. Er aß, was man in Spanien isst, als warme Suppenfetischist. Die Suppe wurde ihm serviert. Er aß, doch war er irritiert. Der Suppenlöffel war nicht leer. Er gab was Großes, Rundes her. Er schwieg und starrte auf den Fund. Aus seiner Suppe tiefstem Grund. Er sah es gleich, er sah es klar. Er wandte seinen Kopf zur Bar. Signor, so kommen Sie herbei. In meiner Suppe ist ein Ei. Das war doch Gäste, schaut, rief er auf Spanisch schrill und laut. Die Menge gaffend ihn umstand. Da kam der Ober angerannt. Da, sehen Sie, was man mir serviert. Ich mein, ein Haar, wohl, das passiert. Jedoch ein großes, rundes Ei ist untragbare Schweinerei. Er hält es hoch. Der Ober schweigt. Welch großes Ei, das ihm gezeigt. Die Menge blickt erwartungsvoll, will wissen, was das Ei da soll. Da spricht vor der gewaltigen Hort der Ober das geflügelt Wort. In Spanien, junger deutscher Mann, hat einfach alles Eier dran. Ja, kannte diese Menschenschicht des eigenen Landes Bräuche nicht? In Spanien wird man halt nicht satt,
wenn nicht die Suppe Eier hat? Ich habe es nicht selbst gesehen, doch Robert sagt, das sei geschehen. Ich glaube, dass sein Wort was gilt, denn als Beweis gibt es ein Bild. Oh, danke schön. Danke auch für das Kompliment. Ach du. Ah, hallo Lukas und hallo an alle aus Augsburg. Hi, grüßt euch. Ah, sehr schön. Danke für das Kompliment mit der Singstimme. Ich finde es eigentlich gerade ziemlich schlimm, weil, naja, nicht eingesungen. Ich habe tatsächlich auch einige meiner Gedichte zu, also als Lieder vertont. Genauer gesagt 4. Eins davon auf Englisch. Oh, danke. Hallo, Elis. Elisabeth, genau. Ach, das ist ja schön. Dankeschön, das freut mich. So, jetzt ist ungefähr eine Stunde rum und ich bin jetzt auch mit meinem Programm soweit durch. Ich würde jetzt langsam aufhören. Ich möchte noch die Gelegenheit zu Fragen geben. Also bevor ich mich da bedanke, also soll mich bedanken, das ist sowieso. Das ist irgendwo, wo ich eine Notiz. Ich finde ich jetzt nicht, aber ist auch egal. Oh, danke schön. Genau. Ja, also jetzt ist Fragerunde. Falls noch was gewünscht ist, also ich könnte auch noch, das weiß das, was ich geplant hatte, ich kann auch noch das eine oder andere vielleicht so vortragen, wenn es gewünscht ist. Das Gute ist ja, dass es ist, dass wir sind ja online, also wir sind jetzt nicht in einem Raum. Das heißt, es muss nicht peinlich sein, wenn jetzt jemand rausgeht. Gehen muss. Jeder kann einfach gehen, wann er will. Das ist ja das Schöne. Auf Latein war noch was gewünscht. Auf Latein war noch was auf Latein gewünscht? Die meisten Zuschauer waren zugegen beim Grillfest. Echt wirklich? Über das, was, also dieses Grillfest, was ich geschrieben habe, also von Vogelfrei, sind mehrere Vogelfreier da. Das wäre ja witzig. Jemand hat mich gerade gefragt, was sind deine Schreibroutinen? Ist damit gemeint mit Schreibroutinen, wie ich vorgehe? Oder also beim Schreiben eines Gedichts? Oder allgemein? Was ist damit genau gemeint? Mal kurz. Also, also mehrere Routinen. Ich warte noch kurz auf die Antwort, damit ich genau weiß, was mit Schreibroutinen gemeint ist. Also Schreibroutine. Wie gehe ich vor? Ah ja, so eher so allgemein. Ah, ob ich Tee oder Kaffee trinke, verschieden. Ich weiß gar nicht, ob ich Schreibroutinen habe. Also ich finde es sehr schön, nachts vom Computer zu dichten. mit Tee oder Kaffee oder Bier oder Wein, das ist eigentlich völlig egal. Ich kann auch morgens dichten. Also ich bin kein Morgenmensch, aber wenn ich, es kommt einfach drauf an. Wenn ich inspiriert bin und eine Muse habe, dann kann ich aufwachen und da direkt dichten, direkt loslegen und jederzeit und überall in der Bibliothek, im Zug sowieso. Im Zug kann ich meistens gut dichten. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, ich kann besonders gut dann dichten, wenn ich keine Zeit habe. Also es ist keine Zeitfrage. Zum Beispiel in Oxford hatte ich wirklich sehr viele Deadlines. Ich musste jede Woche ein Essay schreiben und habe trotzdem gedichtet. Ich habe zum Beispiel das Gedicht De Bulla, der Knopf, auf Latein geschrieben. Das sind zwei Teile zu je über 100 Versen. Und ich lag nachts im Bett und es war 5 und wollte wieder schlafen. Dann hatte ich aber Ideen, dann habe ich wieder Licht angemacht und noch was geschrieben, dann wieder Computer zu, dann wieder Computer auf. Also ich muss einfach, also wenn ich, idealerweise so, dass ich nicht anders kann, ich muss dann dichten. Das ist jetzt auch gar nichts Besonderes, was ich sage, das ist also bei vielen so, die dichten, es muss einfach raus.
Außer bei dem Gedicht August-Erlebnis. Da habe ich mich wirklich hingesetzt und daran gearbeitet. Also es war keine Inspiration dabei. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. So, was ist bei mir morgen? Ach so, morgen ist so 11, 12, 9 und also vor 11 ist sowieso morgen. Aber momentan stehe ich ziemlich früh auf. Also gegen 11 tatsächlich, das bin ich ganz stolz drauf. Oh, das freut mich ja. Jemand schreibt, dass, genau, das liegt immer, es liegt ganz, ganz oft am Lehrer. Ja. Und wie es in der Schule beigebracht wird, man spricht es ja auch gar nicht. Ja, leider. Also in vielen, vielen Schulen. Also ich könnte noch was Kurzes auf Latein vortragen, war ja auch gewünscht. Die Frage ist, was? Ist es egal, welches Versmaß? Also ich habe Sachen im elegischen Distichon, im Hexameter, ich habe was alkäische Strophe, also was Horazisches, ich habe auch sapphische Strophe. Ich kann ja mal kurz gucken. Oder kann ich irgendwas auswendig? Ich habe auch, gucken wir mal. Gedichte Latein. Praktisch, dass ich zufällig am Computer sitze. Ich werde mal gucken. Ja, ich habe hier mal irgendwas ganz Kurzes. Na, ich weiß, was ich mache. Ich trage den Anfang von der Knopf vor, De Bulla. Das sind 130 Verse. Keine Sorge. Ich lese es nicht gleich. Nee, ich weiß, was ich mache. Ich trage das Ende vor, jetzt sehe ich mich selbst da nicht mehr, das Ende vor von De Bulla. Da geht es nämlich um, also es ist ein Hexameter erstmal, da geht es um eine Fahrradfahrt, die ich da beschreibe. Ich poste es mal in den Chat. Da geht es um eine Fahrradfahrt. Moment. So. Mal weg, mitlesen. Und nochmal. Wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit so Online-Sachen, also da braucht man immer so lang für sowas. Aber das ist einfach Übung. Also, hier ist mal kurz vor. Ich fahre fort mit dem Fahrrad. Avehor inderotis, lector mihi crede, duabus. Non opus est nullis, hodierno tempore vivis, mentibus excelsis inventast machina vectrix, sponte sua motore movens, fortique rotarum impulsu properans. Pediis, nee, radiis aut praedita binis subtilibus levior, pedibusque pedalia vertens, quam vehit incessus parvo molimine ductor. Orbita longa sequens madidis vestita pruinis, perve nique domum gaudens novitate pericli. Das heißt übersetzt so viel wie: Von dort fahre ich weg, Leser, glaub mir. Oder vielleicht von dort fahre ich auf Rädern weg, Leser, glaube mir, auf Zweien. Und dann in Klammern, denn es ist heute nicht nötig, lebende Maultiere zu haben, Muli. Ich habe auch die Worte umgestellt eigentlich in der neuen Version. Non opus est vivis hodierno tempore mulis. Denn durch erhabene Geister wurde eine Fahrmaschine, Machina Vectrix, erfunden, die von selbst, Ponte Sua, Motore, mit einem Motor sich bewegt, Movens, Participium Conjunctum, und Properans, die eilt mit einem starken Impuls der Räder
Oder, also ich beschreibe ein Auto, was völliger Quatsch ist, weil ich ja vorhin ein Fahrrad beschrieben habe, aber ne, kam halt so einfach, wollte ich so schreiben. Oder eine andere Maschine, Machina, die mit zwei Rädern versehen ist, Radiis Binis, Binis heißt zwei, Binis, Radiis Binis, Abertius Instrumenti, Instrumentalis, versehen ist mit zwei Rädern, leichten Rädern, Ductilibus, leichter, also die Maschine selbst, auf die die Pedale drehend mit den Füßen draufgesetzt ist, in Sessus. Quamvehit, ach, das habe ich jetzt gar nicht, leider nicht. Ach, schade, das habe ich jetzt nicht da reingekopiert. Also auf der eben der Fahrer sitzt. Und dann, ich folge den langen Gleisen, die bekleidet sind in Madidis Poinis, also mit Raureif, mit nassem, feuchten Raureif, und kam nach Hause, glücklich über die Neuartigkeit des Abenteuers. So, jetzt bin ich fertig, also ich vielleicht noch kurz Zeit für Fragen. Und dann kann ich jetzt schon mal, wenn jemand Fragen stellt, die Ansage machen für nächste Woche. Also diese Reihe, Heidelberg liest. Ich schicke euch gleich auch nochmal den Link, den sie nämlich irgendwo haben. Diese Reihe Heidelberg liest findet jeden Donnerstag statt. Und jetzt kann ich vielleicht jetzt nicht mal den Link. Das ist der Link zu der Seite. Ihr müsst klicken auf Autorinnen und Autoren für Infos. Jeden Donnerstag um 20 Uhr hier auf YouTube. Und letzte Woche hat Minou die Zavi gelesen. Das war wirklich, fand ich, sehr, sehr gut und sehr spannend. Romane auf Deutsch und Englisch. Das könnt ihr auch hier auf YouTube anhören, wenn ihr zurück auf die Seite klickt. Und nächste Woche liest Henning Belmonte, schreibt auch die Dichtung, aber Prosa. Und das lohnt sich auch sehr, also wirklich sehr interessant. Und soweit ich weiß, wird er den Text Die Spinne vorlesen, den ich sehr reizvoll finde, also wirklich, wirklich spannend. Also es lohnt sich, zuzuschalten. Ah, genau, jetzt vielleicht noch zur Frage. Zum Bücherkauf, ja, genau. Also wer mich kennt, kann es bei mir bestellen. Das ist einfach. Und ich kann es verschicken und auch signieren. Oder im Buchhandel. Also es wird in den meisten Buchhandlungen, die außerhalb von Heidelberg sind, nicht jetzt vorrätig sein, aber es kann bestellt werden. Also ohne Probleme. Ja, muss es halt manchmal direkt dann beim Verlag bestellen, die Buchhandlung, aber das ist kein Problem. Also unterstützt den lokalen Buchhandel und kauft Bücher. Kauft viele Bücher, gerade in Zeiten von Corona. Ich sage es zum ersten Mal. Gerade in diesen Zeiten, als die Buchhandel noch zu hatten. Jetzt haben sie ja wieder offen zum Glück, aber sie hatten zu, trotzdem unterstützt den Buchhandel. So. Ja, also vielen Dank nochmal an die Organisation. Vielen Dank an alle, die da waren. Gratias ago omnibus qui spectaverunt, Stream, hank Pelliculam, diesen Film, diese, ja, Hank Pelliculam. Ja, ich werde es noch kurz, ob Fragen kommen, ansonsten werde ich mich verabschieden. Die Corona-Fabrik ist gesperrt. Weißt du von diesem, von dem Bier? Oder? Schönen Abend. Ach, die ist gesperrt. Komisch. Deswegen, wegen des Namens, oder was? Die Corona-Fabrik in Mexiko ist gesperrt. Ist schade. Ich finde es Corona lecker. Also schmeckt gut. Wie mit so einer Zitrone drauf. Oder ich trinke das aber fast nie. Müssen wir wieder trinken, vielleicht.
Es wird nicht mehr verkauft. Echt krass. Aber hier in Deutschland wird es schon noch. Mhm. Oder? So, hier kann man das noch bekommen. Ja, danke. Also danke fürs Zuhören und schönen Abend. Und ich wünsche euch einen schönen Abend und kauft Bücher. Schreibt mir, falls ihr wollt, an diese Adresse. Moment. Yahoo.de oder auf Facebook habe ich den Kanal. Nicht der Kanal. Die Seite heißt Dichterwahn. Dichterwahn. Ja. Auf Wiedersehen. Ich beende es jetzt. Valete.